Folge Nummer 5, City Skylines BGL mit dem DLC Snowfall. Wir sind da wieder drin in dem Spiel, haben hier letztes Mal das Kraftwerk gemacht. Hier brennt es ganz ziemlich stark, also da müssen wir mal gerade gucken, wie sieht denn feuertechnisch hier so aus. War ziemlich schlecht hier drüben. Und haben wir überhaupt Feuerwehr? Ich glaube, wir haben gar keine Feuerwache, ne? Kann das sein? Sollten wir vielleicht mal in Angriff gerade nehmen? Wenn wir die hier hinsetzen, ne? Warte mal, ein bisschen rausgezoomt, dann kommen die da oben nicht unbedingt an. Wenn wir die hier hinsetzen, kommen die da auch nicht an, weil das eine Ausfallstraße ist und kein Einfall. Rein theoretisch wäre es ja hier am besten dann, ne? Sowas zu machen. Da müssten wir aber ein bisschen was abreißen. Machen wir das? 12.000 Baukosten. Geld? 28. Industriegebiet wäre geschützt. Brennt das Feuer noch? Ich glaube nicht, oder? Doch, brennt noch. Könnte sich also auch dementsprechend ausweiten. Was haben die hier für ein Problem? Die haben jetzt gleich das Problem nicht mehr. Weil wir definitiv jetzt das Feuerwehrhaus da hinsetzen. Zack. Okay, dann sollten die Feuerwehrfahrzeuge gleich ausrücken. Da geht's schon los. Und die fahren gleich zum Einsatzort hier hinten, wo sie gar nicht mehr hinbrauchen, weil das Gebäude gerade zusammengestürzt ist. Das bedeutet, den Platz machen wir so frei, ne? Und alles ist gut. Anderes Feuer gibt's nicht mehr. Okay, dann ist das schon erledigt. Was hatten wir letztes Mal? Kohlekraftwerk hier hinten gebaut, ne? Das dann uns Kraftstrom bringt. Gewitter ist auch angesagt, da schlägt wahrscheinlich gleich irgendwo wieder der Blitz ein. Hier hatten wir letztes Mal Wohngebiet freigemacht und ich sehe gerade ein Häuschen ist hier noch da. Dann freuen sich die Nachbarn und hier ist irgendwo auch noch feuertechnisch ein Problem gewesen wohl. Gewesen, wohlgemerkt. Hier hinten gibt es noch jemanden, der da beerdigt werden muss. Muss abtransportiert werden. Was macht denn der Friedhof? Der ist, glaube ich, nur auf der anderen Seite der Stadt, ne, oder? Der ist... Ne, haben wir gar nicht, oder was? Wir haben noch gar keinen Friedhof? Oder ist das da einer? Ne, müsste ja angezeigt werden. Wird auch nicht angezeigt. Wir haben noch keinen Friedhof. Kostet uns 8.000. Sollten wir doch, denke ich mal, machen. Weil das ist dann doch ein Thema für unsere Siedlung. Ja. Passt jetzt nicht so wirklich dahin. Also hier würde das da drinnen alles, ja, und hier würde Teile der Straße da drinnen nicht bedient werden. Würde aber da hinten auf jeden Fall noch hinreichen. Ich glaube, wir machen das dahin. Zack. Das ist, denke ich mal, ein Punkt, den wir auf jeden Fall machen sollten, die Bestattungsgeschichte. Arztpraxen haben wir da. Geht so, ne? Könnte besser sein, geht so. So, wir hatten letztes Mal noch über Warmwasser gesprochen, ne? Wir haben aber hier kein Geld für, um dann für 60.000 eine Kesselstation zu machen, beziehungsweise Geothermie-Heizkraftwerk mit 55.000. Das heißt, das bringt uns jetzt noch nicht wirklich was in der Hinsicht, dass wir hier jetzt das zusammensparen. Ich glaube, wir gehen mal einmal hier durch. Das sieht noch einigermaßen gut aus. Das ist gut. Hier Müllverarbeitung. Wir haben da oben eine Mülldeponie, die aber überall hin kann. Wir müssten gucken, dass wir die Müllverbrennungsanlage dann da noch zu haben. Gibt es die schon? Da. Nee, die ist noch nicht frei.
freigeschaltet. Das dauert also noch. Schule? Sind wir bei einer Grundschule gerade, ne? Eine da. Kostet uns aber wahrscheinlich auch zu viel, die Grundschule. Obwohl, ne, die kosten nur 10.000, die hätten wir sogar noch. Gebildete Schüler. Aber wenn... Grundschule. Ja, die nächsten Schulen sind noch nicht frei. Also wäre jetzt zu überlegen, noch eine Grundschule zu machen. Die würden sich da alle freuen. Hier wäre schon schwierig, das hinzumachen, dass die da alle dran partizipieren würden, ne? Also hier wird was bringen. In dem Bereich da in der Mitte. Also braucht man schon drei, ne? Aber 10.000 ist gerade für diesen Moment ziemlich viel Geld. Weiter. Zufriedenheit ist okay. Bürogebäude gibt's noch nicht. Gesundheit geht. Wind ist jetzt nicht spielentscheidend. Stufen, das ist auch nicht. Wie sieht's mit dem Verkehr aus? Die Entlastung dieser Straße findet über diese vielleicht statt, aber die ist noch nicht so wirklich da. Wir haben hier schon große Probleme mit Verkehr sozusagen, ne? Und da auch. Alles muss da ja lang. Gut. Weiter geht's. Verschmutzung gibt's hier oben nur, weil da Industriegebiet ist. Lärm ist da, wo Windräder sind, natürlich auch gegeben. Ist die Frage, ob das da mittendrin stehen muss. Das war damals eine Lösung. Ob es jetzt noch eine ist, eine andere Frage, ne? Feuertechnisch sind wir mit einer Feuerwache da oben gerade mal so unterwegs. Polizei hatten wir da auch in der Nähe. Dadurch ist schon viel passiert. Transport. Haben wir Buslinie? Ich glaube, wir haben Buslinie, ne? Die erste Buslinie konnten wir doch jetzt bauen, ne, oder? Diese wäre möglich mit 30.000. Müssen wir mal gucken, dass wir das dann am ehesten in Angriff kriegen, ne? Ein Busdepot brauchen wir dann. Und dann sollte man den öffentlichen Verkehr definitiv da voranbringen. Gut, was haben wir sonst noch? Bevölkerung ist klar. Da haben wir vor allem Erwachsene, junge Erwachsene kommen dazu, Jugendliche, Kinder. Ja, das ist alles gut. Senioren sind im Bereich da mit 6%, 4% okay. Das heißt, Kinder kommen mehr, junge Familien kommen zu uns. Ausgehende Verbindungen, also hier haben wir jetzt Import, wird viel importiert. Agrarprodukte, Waldprodukte, wenn wir Waldprodukte importieren, dann haben wir was falsch gemacht, weil wir haben ja den Wald hier und da ist ja auch noch gar kein Industriegebiet, aber ausgewählt haben wir das doch schon für Waldarbeiten, ne? Ja. So, das bedeutet, wir müssen da Flächen freigeben, damit die da auch hin können, ne? So würde ich es machen wollen. Und so. So, da können Wald, Agrar, Waldfirmen sich gründen. Wie sieht's denn da mit Wasser aus? Okay, Wasser ist da noch schlecht. Das bedeutet, wir müssen da einmal Wasserleitung setzen. Ja, ich glaube, wäre von da und dann parallel darüber. Sieht man so leider nicht so gut, ne? Aber ich würde jetzt da schon anfangen. Wir machen das mal gerade anders. Wir werten hier gerade dieses Stück mal auf. Damit wir sehen, wo wir lang müssen, ne? Mit der neuen Leitung. So. So geht's dann, ne, oder?
ist das Geld alle oder was? Ne. So, dann ist das schon erledigt. Oh. Hat ja gut geklappt. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Das ist jetzt ganz schlecht. Ja, wir kriegen auf jeden Fall Geld zurück. Rückerstattung stand er ja gerade, ne? Ja, das muss auch noch weg. Nützt ja dann nix. Doof gelaufen. So, und da ans Ende machen wir das auch nochmal. Jetzt wissen wir, wie es geht dann, ne? Stromtechnisch, ne, will ich nicht. Wir wollen dann vielleicht eher hier einen Supermarkt auf die Ecke setzen. Dann kommt der Strom da auch hin. Wieder zum Wasser. Und wieder zum Warmwasser. Und da müssen wir jetzt so das machen, dass wir das so hinkriegen, dass das dann passend abdeckt, ne? So, jetzt ist Geld alle, oder wie sehe ich das? Ja, 2000. Zup. Jetzt kriegen die da auch Wasser. Stromprobleme gibt es dann noch. Müsste der Kommerz da mal zusehen, dass er fertig wird. Das Geld muss reinkommen. Dann klappt es auch mit der Wasserleitung. Die sind natürlich jetzt am Meckern, weil sie keine Fernwärme haben, ne? Ist also auch nicht so dolle. Die Idee war gut. Bringt uns aber nicht weiter. Könnte ich jetzt gerade mal ein bisschen Wasser, Geld kriegen, damit ich hier die Leitung bauen kann. So wird es ja auch erstmal reichen, ne? Komm, wir machen das mal so und hoffen, dass dieses da auch Wasser kriegt. Und dann haben wir jetzt ein Fernwärmeproblem. Die Idee, die Leitung zu bauen, sind gut. Blöd ist nur, dass die dann natürlich am Meckern sind, dass ihre Leitung, dass kein heißes Wasser kommt. Und dadurch ziehen die wahrscheinlich gleich wieder aus, oder was? Das ist jetzt noch die Frage. Wenn da gleich was Leerstand ist, dann wissen wir warum, ne? Hier ist ja jetzt das Industriegebiet blau gemacht. Gucken, ob da jemand Interesse dran hat, hier zu bauen. Tendenziell würde ich das ja alles so machen wollen. Wassertechnisch sollte das funktionieren. Ja, tut's wohl. Wenn wir das so sehen. Stromtechnisch brauchen wir dann da das erste Häuslein. Ja, dann können wir natürlich hier noch was für die Bewohner tun. Wir machen das mal so. Eigentlich ist das ja weit genug weg. Und hoffen dann, dass da welche hinziehen und dass sich schließt. Hier, die sind schon am Meckern, weil kein Wind, kein Strom da ist. Und da hinten ist der Strom. Strommastentechnisch. Ah, hier kommt das erste Haus. Da kommt zwei, da reicht aber nicht darüber, so ein Shit.
Das bedeutet, dass wir hier vielleicht noch eine Straße abbiegen lassen irgendwo, die hier reingeht. Ich würde die jetzt erstmal so machen. Ne, Wasser wollte ich gucken. Wasser ist auf jeden Fall da. Das bedeutet, wir brauchen jetzt hier nur ein bisschen was reinkippen. Und dann sollte das schon funktionieren, oder? Ist die Frage, ob die da wohnen wollen, ne? Schön in so einer Sackgasse jetzt hier. Da wird gebaut und da wird gebaut, kann das sein? Das wollte ich haben, ja. Läuft. So, damit haben die Strom, aber keine Fernwärme. Ist aber jetzt auch erstmal nicht so wild. So, die Fernwärme müssen wir allerdings soweit dann noch ausbauen, dass wir die Lücken hier schließen, ne? So ist das erstmal okay. Und dieses Gebäude muss dann mit viel Geld dahin gebaut werden, ne? So, dafür reicht's Geld erstmal nicht aus. Müssen wir dann mal schauen. Kann man das zurückbauen? Kann man. Machen wir da erstmal, weil das zu teuer werden würde und ich möchte auch nicht die Leute jetzt hier erst verlieren. Die Frage, kostet es Geld oder bringt es auch Geld zurück? Ich weiß es nicht. Lassen wir so. Muss so reichen erstmal. So, das kostet jetzt 60 und 55. Das war 55. Das müsste dann mal irgendwann hier irgendwo hin. Müssen wir dann mal gucken, wo das sich ausgehen würde. Allerdings muss man da eine ganze Ecke an Geld sparen, bis wir das zusammenkriegen. Gut, dann würde das natürlich bedeuten, dass wir hier noch reichlich Flächen freigeben müssen für Bewohner. Weil die sollen ja dann auch kommen. Wie sieht es hier mit Wasser aus? Wasser ist abgedeckt, das bedeutet, Strom wäre auch ziemlich egal. Das Gebiet ist ausgewählt und den Farbeimer nehmen und vollschütten. Ich glaube schon, dass wir das hier komplett machen können. So passt's. Neuer Bereich freigeben. Das bleibt frei wegen Straße. Das auch. Hier könnten wir noch... Nee, da machen wir noch irgend sowas wie Feuerwehr oder sowas bestimmt hin. Das lassen wir noch frei da. So, da ziehen jetzt die Leute ein. Der Balken schrumpft auch schon. Industrie hat auch noch Forderungen wieder. Können wir, weil hier oben wahrscheinlich auch alles abgesegnet, na, nicht so wirklich, ne? Also ist schon abgesegnet, aber nicht so toll. Also, diesen Bereich können wir auf jeden Fall freigeben, weil da auch Wasser ist. Das geht doch schon, oder? Definitiv. Strom wird da hinkommen, weil da dran er ist. Und dann müsste dieser Balken ja auf Dauer auch weniger werden. Das Thermalkraftwerk wollten wir da eigentlich. Ja, dann machen wir das hier irgendwo hin. Müssen mal gucken, wie das wird. Das finden wir aber auch noch eine Stelle. So ist ja nicht. Was macht unsere Forstwirtschaft? Oh, die haben schon keine Arbeit hier. Nicht genügend Arbeit. Naja, okay, wir haben aber auch noch Zuzüge und dann wird das schon werden. Ah, dann werden die jetzt gleich da auch keine 7 von 16. 7 von 16, na okay. Die sollen dann mal da hinfahren zur Arbeit von hier aus, ne? Müssen wir noch gucken, dass wir vielleicht Buslinien oder sowas dann auch kriegen. Die da hinbringen, ne? Ja, die Fernwärme macht aber, glaube ich, nicht so das Problem, dass die jetzt nicht... Das ist kein böses Ereignis, glaube ich. Die heizen dann halt mit Strom wahrscheinlich weiter. Na, das kennen die halt nicht anders.
Okay, das kriegen wir aber auf Dauer auch in den Griff und wir müssen schauen, wie es weitergeht. Aber jetzt machen wir erst hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Schreibt Kommentare, was wir noch hier irgendwo hinstellen können oder sowas. Oder ob da was schlecht ist, was ihr verbessern würdet. Teilt das Video auf anderen Kanälen und macht euch die Glocke noch an. Dann kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Alles klar, bis dann. Tschüss.